So klingt es, wenn eine Turbine in Betrieb genommen wird. In nur 5,5 Jahren Bauzeit entstand das Pumpspeicherkraftwerk Limberg II zur Gänze im Inneren des Berges und damit ein europaweit einzigartiger Stromerzeuger. Limberg II ist für uns deswegen sehr wichtig, weil wir betrachten das so als Zukunftskraftwerk. Das ist ein ganz besonderes, ein Pumpspeicherkraftwerk. Pumpspeicherkraftwerk kann dann ans Netz gefahren werden, wenn die Energie benötigt wird. Es ist die höchste Effizienz, es ist quasi eine Art Batterie. Und das sagen wir auch immer wieder, Österreich kann zu einer grünen Batterie in Europa werden. Zukünftig stabilisiert diese grüne Batterie den Stromhaushalt Österreichs und kann bei Bedarf in Kürze in das Stromnetz eingespeist werden. Die Pumpspeicherkraftwerkstechnologie ist in der Lage, auf der einen Seite innerhalb von 90 Sekunden mit voller Leistung im Netz tätig zu werden, das heißt, also ihren Beitrag zu leisten, und ist im Bereich, und damit ist es also auch nicht nur im Pumpspeicherbereich, sondern auch im Wasserkraftwerksbereich, ist Wasser die einzige erneuerbare Energieform, die ohne Förderung darstellbar ist. Schon jetzt fallen 60% der österreichischen Energieerzeugung auf die Wasserkraft. Ein Wert, der in den nächsten Jahren noch steigen soll. Als Pumpspeicherkraftwerk wäre noch Limberg 3 hier. Das hängt allerdings davon ab, vom Fortschritt der Salzburg-Leitung, zweiter Teil. Dann gibt es noch die Möglichkeit, also gibt es noch ein Projekt Stegenwald. Das ist ein 14,5 MW-Kraftwerk an der Salzach. Dann haben wir noch Gries, das ist ein kleines Kraftwerk, auch an der Salzach.